mehrere Dinge zusammen. Sie sagen, ich bin eine monströse Kreuzung. Das ist insofern amüsant, als sich ein Monster ja nirgends wirklich wohlfühlt. Darüber würde ich gerne mit Ihnen nachdenken. Punkt 1? Ja, erster Punkt. Rede ich einfach los oder stellen Sie Fragen? Nein, ich werde keine Fragen stellen. Sie reden einfach drauf los und dann bringen wir das Ganze auf den Punkt. Und Sie korrigieren mich, wenn ich mich verrenne? Ja, allerdings geht es hier um etwas sehr Konkretes. Zunächst um Sie und später um Sprache. Sprache und Übersetzung, was uns dann letztendlich zur Literatur führt. Darum, dass ich Ausländerin bin und wie sich das in der Sprache niederschlägt. Genau. Soll ich Ihnen jetzt eine Frage stellen? Vielleicht für den Anfang. Denn wenn ich einmal in Fahrt bin, bin ich nur schwer zu bremsen. Gut. Sie haben das gut umrissen. Das sind die Punkte. Guten Abend. Professor Kristeva ist in der amerikanischen Universitätslandschaft keine Unbekannte. Seit den 70er Jahren ist sie Gastprofessorin an der Columbia University und hat an zahlreichen Universitäten Vorträge gehalten. Zu den bekanntesten Titeln ihres umfangreichen Oeuvres gehören »Die Chinesin, die Rolle der Frau in China«, »Mächte des Grauens, ein Versuch über den Abscheu«, »Die Revolution der poetischen Sprache«, »Geschichten der Liebe«, »Schwarze Sonne«, »Depression und Melancholie«, »Fremde sind wir uns selbst«, »Die neuen Leiden der Seele« und die erst vor kurzem erschienene Trilogie »Das weibliche Genie« über Hannah Arendt, Melanie Klein und Colette. Die gebürtige Bulgarin Julia Kristeva kam als Mitzwanzigerin über ein Doktoratsstipendium nach Paris. 2 Jahre nach ihrer Ankunft hatte sie die Pariser intellektuellen Szene bereits nachhaltig geprägt und stand unter anderem mit Roland Barthes, der in gewisser Weise ihr Mentor war, und Philippe Solers in Kontakt. Zu meinem Glück und meiner großen Überraschung lernte ich nach meiner Ankunft in Frankreich einige Schriftsteller kennen, die als führende Vertreter des Nouveau Roman bzw. des Post-Nouveau Roman galten und die eine Literatur veröffentlichten, die ganz anders war als alles bisher Dagewesene. Ich verspürte ihr gegenüber sofort eine große Affinität. Es handelte sich dabei um die Werke der Gruppe Tel Quel, insbesondere um die völlig paradoxen Texte von Solers wie Nombre, Loi oder Asch, über die ich meine ersten Schriften verfasste, ehe ich an der Universität anfing und meine Arbeit stärker akademisch ausrichtete. Diese Begegnung war sehr eigenartig. Ich spreche hier nicht von einer physischen oder emotionalen, sondern von einer intellektuellen Begegnung. Ich sah und las eine Literatur, die mich aufwühlte, die nicht nur eine Mischung verschiedener Genres aufwies, sondern auch eine Sprache, die noch im Werden begriffen war. Es war eine wunderbare Sprache. Aber sie befand sich noch im Zustand der Aufwallung, der Konstellation, des Aufbaus.
und schickte sich an, zu einer neuen Klarheit des Satzes, des Sinns und auch der Erzählung selbst zu finden. Doch noch war sie nicht so weit. Sie war noch in ihrer Entstehung begriffen. Sie war, wie ich es nannte, Produktivität in Textform. Und die Bücher von Solers wie Nombre, Loire oder Asch, auf die später Paradies folgte, waren für mich von absolut grundlegender Bedeutung. Ich würde gerne ein paar Worte zu meiner persönlichen Biografie sagen. Wenn ich mich an meine Vergangenheit in einem totalitären Staat erinnere, denke ich automatisch an meinen Vater, der ein gebildetes Mitglied der orthodoxen Kirche war. Er wollte, dass ich von klein auf Französisch lernte und schickte mich deshalb auf eine Grundschule, die von französischen Nonnen geführt wurde. Dort sollte ich mir etwas von dem kritischen Geist und der Freiheitsliebe aneignen, für die Frankreich zu Recht berühmt ist. Ich habe mir die französische Sprache und Kultur so sehr zu eigen gemacht, dass ich schon fast selbst daran glaube, wenn man mich in Amerika als französische Autorin und Intellektuelle empfängt. Als Sie nach Frankreich kamen, fühlten Sie sich da auch fremd, wie es typisch ist für einen Ausländer, wenn er in ein anderes Land kommt? Die Franzosen waren ja Fremde für Sie. Ich habe mich in Frankreich nie fremd gefühlt. Ich war dermaßen durchdrungen von der französischen Kultur, dass ich bis heute fest an den Kosmopolitismus glaube, an eine Menschheit, die zwar überall verschieden, aber doch universell ist. Es war eher die Sichtweise der Franzosen, die mich zur Ausländerin machte. Ich fand, dass ich genauso war wie alle anderen in meinem Umfeld und dass wir die gleichen Vorstellungen teilten und uns die gleichen Dinge beschäftigten. Außerdem hatte ich das Glück, die jungen Leute der Gruppe Tel Quel kennenzulernen, die zwar französischer waren als ich, die die Sprache aber dennoch unterhüllten und daraus ein Feuerwerk entspringen ließen, das Ausdruck ihrer Sexualität, ihres Haschischkonsums oder ihres Lebens am Rande der Normalität war. Mir erschien das absolut in Ordnung. Weshalb sollte man nicht so leben? Weshalb sollte man sich auf das beschränken, was die Regierung oder die Schule vorgaben? Weshalb sollte man nicht auch solche Schwingungen in den Code der Sprache aufnehmen? Mallarmé, das Mysterium in der Literatur, Seite 281.
lesen, dieses Unterfangen. Auf jeder Seite deine eigene Arglosigkeit an das Weiße heften, das sie einleitet. Selbst den Titel vergessend, der zu laut tönen würde. Und dann, wenn sich in einen Bruch, den allerkleinsten verstreuten, der Wort für Wort besiegte Zufall fügt, das könnte ein Motto für das Schreiben allgemein sein, der Wort für Wort besiegte Zufall, kehrt unerschütterlich das Weiße zurück. Vorhin noch ganz von allein, nun aber fest entschlossen, dass nichts mehr nachfolgt und die Stille authentisierend. Sie als junge Bulgarin haben Französisch in einer französischen Schule in Bulgarien gelernt, also nicht anhand dieser literarischen Sprache. Sie haben es nicht mit Texten von Solers oder Mallarmé gelernt. Das Erlernen einer Sprache, zumindest war es bei mir so, erfolgt natürlich auf doppeltem Wege. Es gibt eine Basissprache, die man mit Hilfe der Grammatik und den sprachlichen Grundregeln erlernt. Aber man lernt eine Sprache auch aus literarischen Texten, denn ich habe auch Rabelais, Diderot, Colette und Proust gelesen. Dass ich später zu Artaud, Bataille, Solers und anderen überwechselte, erschien mir auch überhaupt nicht künstlich, sondern eher zwangsläufig, fast schon selbstverständlich. Bereits aus den klassischen Texten hört man als Ausländer etwas anderes heraus. Man nimmt die Sprache eher als Schmelztiegel und nicht nur oberflächlich wahr. Wenn man als Nicht-Muttersprachler Colette liest, dann nimmt man nicht nur wahr, dass sie über Geranien oder Kätzchen schreibt. Gleichzeitig erkennt man, welche sprachlichen Mittel sie einsetzt, welche Worte sie verwendet, welche Klänge auf einen einwirken. Denn als Ausländer ist man dafür noch nicht abgestumpft. Man wiederholt ihre Worte, rose, noir, Confiture d'odeur, und spürt, wie der Körper bei diesen Worten mitschwingt. Je suis désormais cette rose, je suis désormais cette femme solitaire et droite, comme une rose triste qui d'être défeuillée a le port plus fort. Ein Muttersprachler hört hier, sie ist eine Rose oder sie ist traurig. Ich dagegen höre die wunderbare Sinnlichkeit, die körperliche Intensität, die sie in ihre Sprache hineinlegt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich Ausländerin bin, dass meine Fremdheit mich bei jedem Wort mitschwingen lässt. Jedenfalls bin ich sehr empfänglich für diese Alchemie des Wortes, seit ich Französisch gelernt habe. Es hat etwas mit Empfindung zu tun. Es ist eine Art Eintauchen, ein Loslassen, ein Grenzverlust. Und wenn man irgendwann an nichts mehr denkt, stellt sich Leere ein. Es ist wie Yoga. Von Zeit zu Zeit taucht zwar ein Wort auf, aber man betreibt auch eine Art geistige Hygiene. Ich halte es für notwendig, sich gelegentlich von der Last der Kultur zu befreien, damit wieder etwas Neues und Ursprüngliches entstehen kann. Und ich glaube, dafür sorgt dieses Eintauchen in die Welt des Waldes, der Vögel und des Wassers. Moi,
Ich hatte dieses Gefühl schon in Bulgarien. Meinem Vater waren solche Erfahrungen sehr wichtig. Er fuhr schon sehr früh mit uns in den Ferien ans Schwarze Meer. Ich wurde so erzogen. Sofern man das Erziehung nennen kann. Es ist eher eine Art Öffnung. Manche würden es auch Initiation nennen. Es findet statt oder auch nicht. Aber ich finde tatsächlich etwas davon auf der Île de Ré wieder, seitdem ich hier verwurzelt bin. Hier ist es zwar ganz anders als am Schwarzen Meer, doch auch dieser Ort hat sich eine gewisse Wildheit bewahrt. Eine Wildheit innerhalb einer sehr alten und ausgesprochen sanften, aber zugleich auch sehr präsenten, vernünftigen und durchdachten Zivilisation. Am Schwarzen Meer waren es Byzanz und die Kirchen. Hier dagegen ist es die Geometrie der Salzgärten, der Bauten und sogar der Baumpflanzungen, die überall präsent ist. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Alles wirkt sehr vernünftig, sehr elegant, sehr gepflegt. Und doch ist hier die Sensibilität mit einer Nachdrücklichkeit präsent, die nur schwer zu benennen ist, für die es noch keine Worte gibt. Das ist sicher ein intellektuelles Hirngespinst, aber für mich geht es genau darum, sein kulturelles Gepäck hinter sich zu lassen und sich aufgerufen zu fühlen, eine andere Bedeutung zu finden, sie mit anderen zu teilen. Das Ganze findet in einer Art Dämmerzustand statt. Sie bringen mich auf etwas, das mich an jene Momente in der Nacht erinnert, wo ich aufwache, ohne wirklich wach zu werden, und versuche, meinen Roman ins Unreine zu schreiben, in einem Zustand zwischen Schlafen und Wachen. Die Natur versetzt mich in genau diesen Zustand, so wie übrigens auch das Reisen. Die Tabus und die Wachsamkeit werden aufgeweicht und man begibt sich in das Reich des Taktilen. Für mich ist der Tastsinn der wichtigste Sinn überhaupt. Ich glaube, dass auch alle anderen Sinne eine Art Tastsinn sind. Einer Tasten durch Klänge, einer Tasten durch Geschmackseindrücke, einer Tasten durch Licht. So treten wir in direkten Kontakt mit dem, was uns umgibt. Ist es möglich, dass uns ein Text in die Empfindungswelt eintauchen lässt, in jene Sensibilität, mit der wir die Welt wahrnehmen? Können uns manche Texte sogar dazu bringen, Dinge wahrzunehmen, anstatt einfach nur Ideen und Wörter zu konsumieren? Ich habe vorgeschlagen, bei der Auseinandersetzung mit Sprache zwei Modalitäten zu unterscheiden. Die eine habe ich als Symbolik, die andere als Semiotik bezeichnet. Der Begriff der Symbolik bezeichnet dabei nach meinem Verständnis genau jene oberflächliche Sprachebene, auf der das wissende, bewusste Subjekt handelt, das Herr seiner Aussage und der Welt vor ihm ist. Die Ebene zwischen Referent und Objekt, so wie Hans trinkt die Milch, eine Aussage mit einer ganz einfachen Bedeutung. Die Semiotik dagegen liegt darunter, sie befindet sich jenseits davon. Sie umfasst die klangliche Artikulation, die Einbeziehung des Körpers, die Sensibilität der Triebe, die erotischen und thanatischen Beziehungen, die mich mit meinem Gegenüber verbinden, während ich meinen Satz formuliere.
Diese Aspekte gehen natürlich über die simple Aussage eines Satzes wie Hans trinkt die Milch insofern hinaus, als sie weitaus verlockendere, aber auch erschreckendere Äußerungen beinhalten, wie man sie in den Sätzen eines Artaud, eines Joyce, eines Mallarmé oder eines Proust wiederfindet. Julia ist insofern interessant, als sie ein Mädchen ist. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Das findet. Du machst mich ja jünger. Sie findet, ganz im Sinne des Ausspruchs von Picasso, ich suche nicht, ich finde. Das machte sie damals bei ihrer Ankunft zu einer solchen Sensation und Ausnahmeerscheinung. Sie kam und fand Dinge, auf die man nicht unbedingt gekommen wäre. Sie entwickelte Konzepte, die heute an Universitäten auf der ganzen Welt gelehrt werden. So wie die Intertextualität beispielsweise. Sie findet, und es ist immer faszinierend, so jemanden zu erleben. Ich bin auch eher jemand, der findet, also ein Trouveur. Ich bin auf meine Art sogar ein Trouvère, fast schon ein Troubadour. Ich bin sogar ein Trichador de Domna, ein Frauenbetrüger. Ich glaube, es ist dieses Finden, das uns verbindet. Gegenseitige Verantwortung und Solidarität sind ja im Grunde selbstverständlich. Wir sind auch nur Menschen. Glauben Sie mir, keine über jede Verantwortung erhabenen Götter, die sich in zwanghaftem Elitismus am Rande irgendeines Paradieses bewegen. Der Sonnenuntergang kommt ja gerade recht. Hier muss etwas Göttliches im Spiel sein, nicht wahr? Aber ein Leben voller Verantwortung und Solidarität, das riecht ja förmlich nach Langeweile. Interessant ist es eher, sich trotzdem nicht zu langweilen. Langeweile ist etwas Furchtbares. Wir langweilen uns aber nicht. Jedenfalls langweile ich mich nicht mit dir. Ich fühle mich kein bisschen verantwortlich für das, was Philippe Solers tut. Auch nicht für sein meisterhaftes Können. Er ist, was er ist, auch ohne mich. Das gilt auch für all die Dinge, mit denen ich nicht einverstanden bin. Ich übernehme dafür keinerlei Verantwortung. Ich glaube, Verantwortung kann ich nur für mich selbst übernehmen. Ich bin nur für meine eigenen Taten und Entscheidungen verantwortlich. Aber ich befinde mich in einem ständigen Dialog mit ihm, allerdings nicht in einem moralisch wertenden, sondern eher in einem harmonischen Sinne. Oder einem technischen. Das hat schon fast musikalischen Charakter. So als würde man zwei Saiten aufeinander abstimmen. An Ihrem ersten Essay hat mich eines überrascht. Nämlich, als du zusammen mit Barthé über den Dialogismus schriebst. Du hast dort eine Reihe von Dingen angesprochen, die nur wenig bekannt waren. Und die Bezug auf Rabelais und die Literatur nahmen. Die Mehrstimmigkeit ohne Auflösung. Genau. Kann man in einer solchen Mehrstimmigkeit leben, also in einem Spiel? Die Voraussetzung dafür sind zwei Dinge, von denen das eine äußerst schmerzhaft sein kann, das andere aber eine rückhaltlose Offenheit beinhaltet. Das Schmerzhafte ist die Einsamkeit, da man sich hier seiner eigenen Verantwortung stellen muss. Der Titel meines ersten Buches. Man hat niemanden, auf den man sich verlassen kann. Ich weiß noch, dass man uns in unserer Jugend als Maoisten beschimpfte. Dabei amüsierten wir uns nur über einige Parolen des Vorsitzenden Mao, darunter auch die, dass man sich nur auf seine eigenen Kräfte verlassen darf. Ach ja, da fällt mir etwas Lustiges ein. Nein, Moment, sonst verliere ich den Faden. Du unterbrichst mich. Ich würde nur gern diesen einen Ausspruch zitieren, der ist großartig. Auch wenn zwei in einem Bett schlafen, sind ihre Träume verschieden. Genau. Man darf sich nur auf seine eigenen Kräfte verlassen. Das beschreibt einen Zustand der Einsamkeit, vor allem für einen Ausländer, der nicht so recht weiß, ob er sich überhaupt auf irgendjemanden verlassen kann. Aber solange man nicht krank wird, in Depressionen verfällt oder eine psychosomatische Krankheit entwickelt und wenn man genügend Antrieb besitzt,
der sich aus der Vielfalt der konkreten Beziehungen, aber auch aus der Harmonie mit dem Menschen entwickelt, der einen solchen Zustand der Einsamkeit angestrebt hat, erreicht man etwas, das man Autonomie nennt. Sie haben uns heute Morgen als Paar bezeichnet. Was ich bei uns ganz erstaunlich finde, ist die Tatsache, wie gut es uns gelingt, zusammen und dennoch autonom zu sein. Das ist unbezahlbar. Denn aus der Sicht der Leute, die uns einzuordnen versuchen, denn die Sichtweise der anderen ist ja immer ein schleichender Übergriff. Ein Werturteil. Ein Besitzergreifen, ein Vampirismus. Werden wir stets als autonome Wesen wahrgenommen. Aber in dem Moment, wo man ihn als autonom wahrnimmt, heißt es gleich, wenn er autonom ist, dann ist er gegen sie. Oder wenn sie autonom ist, dann ist sie gegen ihn. Doch es ist möglich, autonom und zusammen zu sein. Und dieses Zusammensein ist ein großer Trost und eine große Stütze in der Einsamkeit. Ich hätte nie gedacht, wo steckt denn François, dass ich eines Tages in ein und demselben Film bzw. Gedankengang einen Bogen vom Atlantikufer bis zum Schwarzmeerufer schlagen würde. Es ist unglaublich, aber genau das werden wir tun. Und zudem handelt es sich noch um zwei Grenzen Europas. Das ist absolut unvorstellbar. Inimaginable. Es erscheint mir immer noch unwirklich, weil wir uns hier am äußersten Rand Europas befinden und auf der anderen Seite genau am entgegengesetzten Rand, der sich wohl kaum weiter ausdehnen dürfte, weil auf dem Weg durch die Türkei sicher in Bulgarien Schluss ist. Es ist, als streckten wir die Arme zu beiden Seiten hinaus. So. Eine gewaltige Weite, nur von Wasser begrenzt. Sie haben vorhin von Semiotik gesprochen, dass es immer schwierig sei zu sagen, was nun Sprache sei und was nicht. Artaud erzählt da etwas, das sich vordergründig nicht gegen die amerikanischen Schulen richtet, die den Menschen auf ein vegetatives Dasein reduzieren. Er sagt, das alles müsse abgeschafft werden, soweit die symbolische Botschaft. Doch auf der semiotischen Ebene sagt er, ich habe gestern erfahren, doch ich bin offenbar im Unrecht. Er wettert also gegen sich selbst, nicht gegen die Amerikaner. Er geht so sehr in dieser Sprache auf, dass er nicht mehr in Rage gegen die anderen, sondern gegen sich selbst ist. Subjekt und Objekt werden also in einem Zerspiegel dargestellt.
Der Künstler, also Artaud oder Joyce, befindet sich in einem kritischen Zustand, der es ihm erlaubt, aus seiner Kindlichkeit zu schöpfen. Ich spreche hier allerdings nicht von einer Regression, denn dieses Schöpfen aus der Vergangenheit schafft unmittelbar wieder etwas Neues, zumindest im Hinblick auf die ästhetische Erfahrung. Und es ermöglicht demjenigen, der sich darauf einlässt, nicht etwa eine Ablehnung der Sprache, sondern eine Erneuerung. So kann er das schaffen, was Mallarmé als totales Wort bezeichnen würde, das zwar neu und der Sprache fremd, aber dennoch ein Wort ist. Man hört dies ganz deutlich in den Lesungen von Artaud und Joyce, denn es geht in der Tat darum, die Sprache aufzusprengen, ihr freien Lauf zu lassen, aber sie gleichzeitig zu zähmen, sie zu verfeinern und zu erneuern, um das Trauma und zugleich den Genuss der Entstehung einer neuen Sprache zu vermitteln. Das ist die Nationalbibliothek Cyril und Méthode. Alle Würdenträger und Mitglieder der Schule sind da. Julia Kristeva, nächste Berg, wir wieder in Kapstadt. Die Menschen huldigen der Literatur und der Bildung als Garanten für eine bessere Zukunft. Dieses Volkslied singt man seit 200 Jahren und es hat sich behauptet, gegen die visuellen Medien und die Kommerzialisierung. Seit heute Morgen kommen mir bei diesem Lied die Tränen, denn es handelt sich um eine Gegenbewegung. Vielleicht liegt darin wirklich die Zukunft. Das bewegt mich sehr. Ich habe auch schon geschaut. Ich kenne diese Frau. Wie geht es dir? Sie ist Architektin. Wie lange haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen? 20 Jahre vielleicht? Und dann treffen wir uns gerade heute. Das ist toll. Danke. Tschüss. Mich bewegen vor allem diese Leute, die immer wieder vom Fest der Literatur sprechen. All diese Danksagungen dafür, dass sie lesen lernen, dass wir mit Hilfe der nationalen Bildung einer besseren Zukunft entgegengehen. Das ist ein Gesang, den sonst auf der ganzen Welt niemand mehr anstimmt. Seit heute Morgen höre ich Mila Rodino. Das ist die Nationalhymne. Aber da war auch noch ein anderes Lied, das Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Dichter geschrieben wurde. Es erzählt von einer kleinen weißen Wolke. Als ich das hörte, brach ich in Tränen aus. Auch jetzt noch bin ich sehr bewegt, wenn mich die Menschen einfach so ansprechen.
Die Sprache, von der Sie sprechen, ist aber nicht jedem zugänglich. Es ist keine Gemeinsprache, sie ist gehobener und jeder entdeckt sich darin auf seine Weise wieder. Aber inwiefern kann man sie teilen? Meiner Ansicht nach ist das, was man als Gemeinsprache bezeichnet, ein artifizieller Code, von dem man uns glauben machen will, dass es sich um eine universelle Sprache handle. Dabei ist sie eine Sackgasse. Sie wird sehr schnell zum Code, zu einer Art Algebra und führt letztendlich zur Banalisierung. Wie Englisch, das zur Gemeinsprache geworden ist und alle die gleichen Phrasen dreschen lässt. Und warum auch nicht? Man kann sich ja damit verständigen. Aber das Französisch, das man aus dem Mund der Politiker hört und in den Zeitungen liest, gleicht sich sehr schnell diesem Code an. Im Gegensatz dazu steht meine Erfahrung als Ausländerin, meine Begegnung mit der literarischen Avantgarde, meine Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse und mein philosophischer Ansatz, also der Versuch, Sprache zu hinterfragen. Dies alles hat mich davon überzeugt, dass jeder von uns eine einzigartige Sprache besitzt. Und dass die Wahrheit in dieser Einzigartigkeit liegt. Daher wohl auch mein Nomadentum von einem Schriftsteller zum anderen. Und so erklärt sich auch die Tatsache, dass es von Proust über Mallarmé und Colette immer mein Bestreben war, die Einzigartigkeit herauszustellen. Diese Einzigartigkeit findet sich aber zuallererst in der Sprache. Dans la langue. Pour la présentation de cette traduction plus tard du livre de Julia Kristeva, Meurtre à Byzance. Dames et господа, dragi prijatelji, dragi bliski, когато готвихме това събиране, един главен въпрос, който се беше поставил е на какъв език ще говорим. Смятам, че говоря един български, който е малко шаблонен или наивен или някакси далече от мене, макар че намирам в него сънища, детски спомени и други трогателни преживявания. Така че, но не мога да мисля в него. Чувствам в български и цялата ми дейност, която вече 40 години става в Франция, е на френски. Затова ще говоря малко на български и малко на френски. Eine Fremdsprache zu erlernen und zu sprechen bzw. in einer Fremdsprache zu denken, erfordert eine gewisse Durchdringung mit dieser Sprache, so wie es bei mir im Französischen der Fall ist. Ich analysiere diese Sprache. Ich schreibe Romane auf Französisch. Ich habe ein französischsprachiges Kind und ich beherrsche die französische Kindersprache. All dies ermöglicht mir, das Französische als eine fortdauernde Schöpfung zu betrachten. Eine Sprache, die ständig neu erfunden wird. Selbst wenn diese Erfindungen vom normalen Sprachgebrauch des Französischen abweichen und manche mich daran als Ausländerin erkennen, für mich bedeutet das Lebendigkeit. Anstatt einfach nur etwas zu wiederholen, bewege ich mich ständig aufmerksam in dieser Sprache. In dieser Ruine spielten wir Ball oder Verstecken, meistens Ball. Wenn die Bälle ins Wasser fielen, konnten wir sie nicht mehr herausholen. Hier hat sich nichts verändert, alles wurde nur etwas befestigt. Aber ich erinnere mich an dieses Gewölbe. Diese Bögen und Farben haben sich wie die Buchstaben des Alphabets tief in mein Gedächtnis und meine Träume gegraben. Es war dieses Gebäude dort, das gerade renoviert wird. Wir sollten es von der anderen Seite betrachten, denn die schöne rosa Fassade kann man vom Meer aus sehen. In diesem Haus wohnten wir, wenn wir mit meinen Eltern hierher fuhren, zusammen mit anderen Familien.
Es gab einen gemeinsamen Speisesaal und jede Familie hatte ihre eigene Wohnung. Wir Kinder spielten zusammen. Ah, da ist ja unser Freund. Er hat überhaupt keine Angst. Sehen Sie den Albatros dort? Das ist vielleicht einer von denen, die auch zu Ile de Ré kommen. Man sieht noch einige Fenster der alten Fassade. Es war familiär? Ja, es ging hier sehr familiär zu. Hatten Sie damals in Kap auch Freunde? Ja, wir hatten Freunde. Wir blieben tagsüber bei unseren Eltern und gingen abends tanzen. Nachts gab es oft Überraschungspartys, die zwar nicht bis 4 Uhr morgens, aber immerhin bis Mitternacht gingen. Unsere Eltern waren davon nicht gerade begeistert. Aber junge Leute machen sich im Urlaub eben gerne ein bisschen selbstständig. Wären Sie schon als Jugendliche gern nach Frankreich gereist? Ich träumte gern von Frankreich. Ich erinnere mich, dass ich viel Zeit über Heften mit französischen Vokabeln verbrachte, die ich im Schatten auswendig lernte. Wie Sie sehen, ist es hier sehr heiß. Man konnte also nicht die ganze Zeit nur Ball spielen oder im Meer baden. Nachmittags setzte ich mich unter die Hainbuche und paukte meine französischen Vokabeln oder las Texte für die Schule. Obwohl wir in den Ferien eigentlich keine Hausaufgaben hatten, machte mir das Spaß. Da war ich schon damals eine Ausnahme. Ich war keine Französin, aber ich vertiefte mich gerne in diese Sprache, die für mich wie ein Fenster war, ein imaginäres Fenster. Denn ich dachte damals nicht wirklich an Emigration, sondern schweifte einfach mit meinen Gedanken in die Ferne. Geistige Reisen machten mir sehr viel Spaß. In den Interpretationen meiner Unterscheidung zwischen Semiotik und Symbolik wurde die Semiotik häufig mit dem Weiblichen gleichgesetzt. Meiner Ansicht nach geht es hier aber eher um die Position der Mutter und die Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die Semiotik steht in Abhängigkeit zu einer ganz besonderen Beziehung zwischen dem Kind, das noch nicht spricht, sondern lediglich echot und Rhythmus und Intonation nachahmt, weshalb man es auch Infanz nennt, was wörtlich nicht sprechend bedeutet, und seiner Erzeugerin, die es hält, beruhigt und sein Überleben sichert. In dieser Mutter-Kind-Diade gibt es noch kein Subjekt und kein Objekt. Melanie Klein, die sich sehr eingehend mit dieser archaischen Situation beschäftigt hat, meiner Meinung nach sogar viel eingehender als Freud, spricht von einer schizoparanoiden Haltung und versteht darunter die Tatsache, dass sich das Kind wie ein Schizophrener gespalten fühlt. Es sieht sich in einer bedrohlichen Situation und empfindet eine paranoide Aggressivität gegenüber dieser Herrscherin und Hexe, die es ernährt, aber auch verschlingt. Ich habe versucht, diese psychiatrischen Begriffe zu vermeiden und stattdessen von einer Beziehung gesprochen, in der weder Subjekt noch Objekt, sondern nur ein Abjekt existiert, wobei die Vorsilbe ab für einen Verlust steht. Man ist weder Subjekt noch Objekt, sondern Teil einer Abjekt- oder Abjektionsbeziehung. Aber kann man bei dieser ursprünglichen Mutter-Kind-Beziehung von einem Zustand der Verschmelzung sprechen oder unterscheiden sie sich voneinander? Die Verschmelzung ist ein Zustand, in dem es keine Trennung gibt. Man wird zum Opfer der Verschmelzung. Der Zustand der Abjektion ist ein Zwischenstadium. Ich verschmelze gegen meinen Willen. Ich möchte mir mein Wesen bewahren, das mir gleichzeitig genommen wird. Es handelt sich um den Prozess des Selbstständigwerdens,
bei dem es auch um Vorstellungen von Sauberkeit und Unsauberkeit geht. Man grenzt sein Territorium mit dem Mund ab, der erbrechen, aber auch nicht erbrechen kann. Ich kann mich über den Anus entleeren und mein Gegenüber mit meinem Darminhalt bombardieren, aber ich kann mich auch zügeln und beherrschen. Es geht darum, eine Vorstellung vom Aufbau seines Körpers und seinen Grenzen zu entwickeln. Alle Mütter schneidern Abendkleider. Man geht zu den großen Modeschöpfern oder näht sich die Kleider selbst. Es ist der erste große Ball. Das ist eine uralte Tradition. Man nennt das hier Abiturensky-Ball. Sobald das Examen vorüber ist und die Ergebnisse mehr oder weniger feststehen, geht es hinaus ins wahre Leben. Damals trugen wir noch Uniformen, schwarze Kittelschürzen mit einem kleinen weißen Kragen. Die wurden nun gegen lange Kleider mit Volants, seidene Unterröcke und Schmuck eingetauscht. Und wir gingen zum Friseur. Es gibt kein Rezept für eine optimale Trennung. Bei Winnicott ist die Rede von einer ausreichend guten Mutter. Und Melanie Klein spricht von einer depressiven Haltung, was mir sehr zutreffend erscheint. Denn der Moment der Trennung wird vom Kind als gewaltsamer Akt empfunden. Sie ist fort. Vielleicht habe ich sie getötet. Sie verschwindet. Bin ich schuld? Unsere Beobachtungen als Psychoanalytiker, aber auch als Mütter, zeigen, dass das Kind in dieser Entwicklungsphase Trauer zum Ausdruck bringt. Doch diese Trauer bildet die Grundlage und die Voraussetzung für die Verbalisierung. In diesem Moment entsteht aus den Nachahmungslauten der Semiotik die Symbolik. Wir sehen also, dass diese depressive Haltung, diese Traurigkeit, die Kehrseite des Spracherwerbs ist. Das ist äußerst interessant, denn diese psychoanalytische Sicht des Spracherwerbs vermittelt den Eindruck, dass wir sprechen, weil wir in der Lage sind, die Trennung und eine gewisse Depression zu ertragen.
In dieser endlosen Trauerphase, in der meine Sprache und mein Körper im Rhythmus eines mir aufgepfropften Französisch neu auferstehen, lege ich mein Ohr an den noch warmen Leichnam meiner mütterlichen Erinnerung. Ich sage weder unfreiwillig noch unbewusst, sondern ausdrücklich mütterlich. Denn am Rande jener musikalisch klingenden Worte und jener unaussprechlichen Triebe in der Nachbarschaft des Sinns und der Biologie, die meine Vorstellungskraft im Französischen hervorzubringen imstande ist, sucht mich das Leid wieder heim. Bulgarien, du mein Leid. Wie vollzieht sich für das Kind im Rahmen des normalen Loslösungsprozesses von der Mutter der Zugang zur Sprache? Ist das ein abrupter Schritt oder ein kontinuierlicher Vorgang? Der Übergang von der Semiotik zur Symbolik ist ein kontinuierlicher Vorgang. Es handelt sich um einen langwierigen Arbeitsprozess, der für die Eltern häufig gar nicht erkennbar ist. Bisher habe ich nur die Beziehung zwischen Mutter und Kind hervorgehoben. Doch es sind natürlich drei Personen beteiligt. Die Lacan'sche Psychoanalyse hat großes Gewicht auf die Funktion des Vaters gelegt. Und das mit Recht. Sie ist äußerst wichtig, weil diese Anwesenheit eines Dritten für den nötigen Abstand und Raum für eine optimale Trennung sorgt, ohne Frustrationen hervorzurufen oder als Eindringling zu gelten. Die Anwesenheit des Vaters ist von wesentlicher Bedeutung, damit das Kind sich von der Objektmutter lösen und sie zu einem Objekt der Sprache und des Denkens machen kann. Mein Vater war ein sehr ironischer und bissiger Mann. Immerhin machte er seine Kinder mit der französischen Literatur und den antireligiösen Werken von Voltaire, Diderot und Proust bekannt, obwohl er selbst gläubig war. Er hatte selbst keine Glaubenszweifel, doch er fand, dass man mit der ihm unbegreiflichen modernen Zeit gehen müsse, nicht im kommunistischen, sondern im philosophischen Sinne. Es gibt noch immer Bücher, die Bischöfen oder Erzbischöfen zugeschrieben werden, deren Autor aber mein Vater ist. Habe ich Ihnen das nicht erzählt? Er hat uns bis zum Alter von 6 oder 7 Jahren in die Kirchen geschleppt. Danach habe ich dagegen aufbegehrt. Ich war der Junge der Familie. Ich beschimpfte ihn als Niete, als altmodischen Schwachkopf. Da alle Mittag- und Abendessen in Religionskriege ausarteten, nahm ich den ganzen Sommer über Zuflucht zu meiner Mutter, die Biologie studiert hatte und Darwinistin war. Sie meinte, sie wisse nicht, ob Gott existiert, aber irgendetwas müsse es geben. Ich glaube, sie sagte das nur, um es sich nicht mit meinem Vater zu verderben. Wenn sie jedoch sah, dass wir uns in die Haare gerieten, zog sie sich zurück. Es war dramatisch. Letztendlich beruhigte er sich dann. Er wollte uns nicht zu sehr auf die Nerven gehen, hielt aber weiter an seinem Glauben fest, ohne uns etwas aufzudrängen oder uns in unserer Entwicklung zu behindern. Vielleicht habe ich die christliche Botschaft, die mein Vater vertrat, doch sehr ernst genommen. Auch wenn ich in meiner Auflehnung gegen ihn glaubte, dagegen immun zu sein. Diese Botschaft lautete, du wirst Vater und Mutter verlassen. Ich habe mich schon sehr früh in einer anderen Sprache eingerichtet und war stets darauf bedacht, alles zu hinterfragen und mich gegen meine Eltern und totalitäre Regime aufzulehnen. Ich wollte reisen und fremde Kulturen kennenlernen. Ich gehöre zu den Menschen, für die ihre Herkunft keine besondere Bedeutung hat. Die eigene Herkunft ist nur ein Element unter vielen, aus denen ich versucht habe, mir eine Konstruktion zu errichten. Manche würden es als Werk, andere als Harmonie bezeichnen. Wieder andere würden es weniger schmeichelhaft eine Konstruktion nennen.
Ich bin diese Konstruktion. Ich habe mich selbst aus Elementen erschaffen, die mir zwangsläufig von meinen Eltern vermittelt wurden. Ich habe diese Elemente analysiert und überprüft und daraus eine Konstruktion erstellt, die ich für sehr autonom halte. Und genau das versuche ich auch in meinen Büchern zu vermitteln. Wo wir auch herkommen, unsere europäische Kultur hat uns gelehrt, dass wir auf unserer Herkunft aufbauen können und nicht vorprogrammiert sind. Das Programm ist modifizierbar und modulierbar. Das nennt man Freiheit. Sie ist riskant und alles andere als das Paradies. Sie ist voller Fallstricke. Aber sie ist ein Weg und, wie ich finde, der einzig interessante. Daher auch meine Vorstellung von Fremdheit als Gnade und Chance. Die Insel selbst ist vollkommen plan. Sie ist flach, eine Schiffsbrücke, ein Übergangsort. Ein wie zufällig hier gelandeter fliegender Teppich. Die Île de Ré ist von aufreizender Flachheit, nicht im geringsten malerisch. Ein Ort reiner Meditation. C'est un grand plaisir pour moi et pour l'Université de Bergen de vous souhaiter la bienvenue à la première cérémonie de remise du prix Holberg, prix international récompensant des travaux scientifiques exceptionnels en sciences sociales, sciences humaines, droit et théologie. C'est donc un grand plaisir pour nous d'accueillir Madame Julia Kristeva à Bergen, ville natale de Holberg. Recognizes in my person an European citizen of French nationality, Bulgarian origins, and American by adoption. My own cosmopolitan destiny mirrors the evolution of European history since the Second World War. And in my work, I have indeed crossed the frontiers between disciplines, as the Holberg Prize jury has remarked. The crossing of frontiers, whether geographical, those between disciplines or modes of discourse, is only possible on the condition that the traveler is capable of calling into question their own internal frontier. I travel myself. It is only on this condition that ideas can be substituted for sorrows, and rebirth and renewal become eventually possible. On va jusqu'où, François ?